1983 ist die Welt aufgeteilt in Ost und West. Die Supermacht des Westens ist die USA, die Supermacht des Ostens die UdSSR. Aus Sicht der Amerikaner ist der Westen gut und der Osten böse. Aus Sicht der Sowjets ist das genauso, nur andersrum. Die Ära dieser Meinungsdifferenz bezeichnet man heute als Ost-West-Konflikt. Zur Abschreckung des Bösen rüsten beide Seiten mit Atomwaffen auf, bis sie in der Lage sind, sich gegenseitig vollständig auszulöschen. Und 1983 steht die Welt sehr kurz davor. Ronald Reagan ist das Staatsoberhaupt der USA. Vorher ist er der Welt nur als Schauspieler aus kleinen Westernfilmen bekannt. Ein Cowboy redet nicht und löst Konflikte mit der Waffe. Das befürchtet jedenfalls der sowjetische Generalsekretär Leonid Brezhnev. Wie auch seine beiden Nachfolger ist er sehr alt und todkrank. Reagan witzelt, immer wenn ich einen sowjetischen Führer um ein Treffen bitte, stirbt der vor Schreck. Und so gibt es statt Kontakt nur Misstrauen auf beiden Seiten. Aber zurück zu 1983, dem gefährlichsten Jahr im sogenannten Kalten Krieg. Auch Deutschland ist geteilt in Ost und West und der Schlamassel beginnt, als die Amerikaner ihre Atomraketen auch in Deutschland stationieren. Diese Pershing-2-Raketen können in nur 6 Minuten die ganze Sowjetunion auslöschen. Naja, jedenfalls glaubt der Russe das und ist nervös. Eine weltweite Friedensbewegung versucht, diese Stationierung zu verhindern. Auch der Osten protestiert und wird nicht gehört. Okay, die Raketen werden also platziert. Reagan provoziert mit Pseudo-Luftangriffen. Die Sowjets schießen versehentlich eine koreanische Passagiermaschine ab. Die Stimmung ist richtig mies. Und als dann noch Gerüchte kursieren, der Westen würde unter dem Deckmantel eines Manövers einen Atomkrieg beginnen, planen die Sowjets einen Erstschlag. Frei nach dem Motto, wer zuerst schießt, stirbt als Letzter. Wie die Welt an dieser Katastrophe gerade noch vorbeischlittert, das schaut ihr euch am besten in dieser Serie an. Deutschland 83. Auf dem größten TV-Festival Frankreichs wurde Deutschland 83 als beste internationale Serie ausgezeichnet. Natürlich gibt's auch ganz viele Sex, Spione, Spannung, Action. Schließlich sind wir RTL und wenn schon Bildungsfernsehen, dann soll's auch richtig krachen.